Welches Pokémon fange ich? Wer kommt drauf? Haha. nein, wir wollen uns kein Relaxo fangen auf dem Fahrrad, sondern wir wollen uns ein Relaxo ohne Fahrrad fangen. Ha! Das habt ihr nicht gedacht, Leute, oder? Das müsst ihr jetzt zugeben. Das habt ihr nicht gedacht. Also, ohne Fahrrad wollten wir das machen. Pokémon? Ja, okay. Let's Boss Battlen! Ich, scheiße, jetzt muss ich wieder komponieren, ne? Okay. Ah, okay, gut. Wir müssen auch ein Einschlaflied singen. Okay, jetzt machen wir voll ein episch Boss Battle. So, ich glaube, an dieser Stelle schalte ich wieder die normale Musik ein, weil das mir langsam sehr auf den Hals geht. Und ich glaube, euch geht es langsam auf den Wecker. Beziehungsweise eher umgekehrt. Und da.
So, es geht euch auf den Wecker, weil der Wecker muss die ganze Zeit klingeln, damit ihr wach bleibt. Oh Gott, okay, gut. Kommen wir wieder zu qualitativ höherwertigen Witzen zurück, wie bis. Bis. Ja, schreck zurück. Nee. Ja, ja. Ja, nächstes Pokémon. Lass Knospi. Los, Knospe! Knospe ist eigentlich ein Pokémon aus der vierten Generation, was absolut schwach ist, ne? Fällt mir gerade so auf. Schlaf, Bruder! Ja, es schläft ein! Du bist ein Loser, Relaxo, du bist ein Loser, Relaxo, du bist ein Loser, Relaxo. Wer jetzt hat Schnarcher eingesetzt? Ah, hat's nicht. Beute. Superball! Und catchen wir's! One, two, three, four! Wir haben es gefangen! Yeah! Episch! So. Es ist erst satt, wenn es über 400 Kilo Nahrung am Tag gefressen hat. Ist es mit dem Essen fertig, schläft es sofort ein. Wenn das Gewicht von einem Relaxo 460 Kilo ist, wie schnell verstoffwechselt es das ganze Essen? Das ist eigentlich eine gute Frage. Und ja, wir wollen das Relaxo benennen. Ah, es ist ein männliches Relaxo. Wie nennen wir ein männliches Relaxo? Ich hatte mir letztens einen ganz guten Namen dafür ausgedacht gehabt. Und jetzt fällt mir keiner mehr ein. Also, ein Synonym für Fressen und Schlafen. Ich denke gerade an irgendwelche berühmten Filme. Die fressen und schlafen. Patrick. Okay. Fressen und schlafen. Fressen und schlafen. Fressen und schlafen. Fressen und schlafen. Echt? Welche Figur frisst und schläft nur? Außer Relaxo. Wohlgemerkt, ne? Also Relaxo wäre es langweilig sonst. Fressen und schlafen. Fressen. Oh Mann. Dudley. Warte, hieß der Dudley? Oh, Scheibenkleister. Wenn ich jetzt doch nur einen Harry Potter-Band hier hätte. Ah, der schläft nicht. Aber genau. Einfach, ich nenne ihn. Weil das hier gerade so gut passt zum Thema und es mir so eingefallen ist. Wir nennen ihn Dumbledore. Dumbledore. Ganz genial. Dumbledore. Scheiße, schreibt man den D. Dumbledore. Scheiße. Ich weiß ganz genau, wie man das schreibt. Vor allem, weil ich das erst letztes Jahr. Vor 2 Jahren. Warte. Vor 2 Jahren habe ich das gelesen. Schreibt man das jetzt D-O-R-E? Warte, ich tippe das mal ein und gucke, ob es mir sinnvoll erscheint. Wollte ich so Dumbledore schreiben? Nee. Wir nennen ihn deswegen nur noch Voldemort. Ka. Aber warte, nein. Wir nennen ihn Waldemar. Der ist besser. Walde. Also, wir nennen ihn Waldemar, weil das gerade so gut zum Thema passt. Also, und wir haben ein Waldemar. Super. Klasse. Das sieht so. Guck mal, wenn wir so seitwärts laufen, das sieht so aus, als ob wir Schlittschuh fahren. Okay, gut. Also, ich wette, ich habe jetzt schon mindestens 3 Stunden Aufnahme und insgesamt eine effektive Spielzeit von 2 Minuten. So. So, da wir das Relaxo erst gefangen haben, nachdem es die Marronbeere verstoffwechselt hat, haben wir leider keine Marronbeere mehr. Ist ja düf. Aber
Für ein Relaxo, Leute. Ein Relaxo. Und ein Seitenverreifer ist der Bebe. Mit Immunität. Es kann nicht vergiftet werden. Okay, das ist gut, schlecht, gut, schlecht, schlecht, gut. Ansichtssache. Klasse ist, wenn man die Nase juckt. Wir müssen auf jeden Fall unser Purenta weiter trainieren. Deswegen fliegen wir auch direkt. Wir jetzt nicht. Ach so. Wusstet ihr, dass man in Gebäuden nicht fliegen darf? Ja. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Deswegen habe ich das. Ich habe das so demonstrativ gezeigt, damit ihr das jetzt auch wisst, liebe Leute. Weil es gibt tatsächlich Leute, die haben, versuchen zu fliegen in Gebäuden. Und das meiste und das häufigste, was sie dann tun, ist auf die Nase fliegen. Ja. Okay. Der war wieder unter aller Niveau. Unter aller Nivea. Der war da noch da drunter. Der war noch drunter. Der war noch drunter. Kampfarena. Kämpfe immer gegen zwei auf einmal. Ich sichere mal zur Sicherheit ab. Ich sichere mal zur Sicherheit ab. Mhm. Da ist ein Doppel... ein Oxymoron. Düdüd. Hiya! Wieso willst du schlafen gehen? Unbefugten ist der Zutritt zu unserem Kampfdojo verboten. Wieso ignorierst du meine Frage einfach so? Wenn du Hiya sagst, dann gehe ich davon aus, dass du schlafen willst oder ein anderer schlafen gehen soll. Du Shigeru! Ich glaube, hier haben sie die Original-Japan-Namen gelassen. Könnte man zumindest drauf schließen. Und die haben nicht gerade schwache Pokémon. Ich muss kurz eventuell etwas raus. Könnte das lauter werden? So. Alles ja perfekt. Jetzt hängen meine Haare in den Ohren. Egal. Ich ignoriere das einfach gekonnt. So wie er meine Frage ignoriert. Und wir haben halt einen Erfahrungspunkt. Und also das ist auch mein Allround-Level-Up. Ein Mankey. Ein Mankey. Mankey, das könnte von Monkey kommen, oder? Von Monkey, weil es sieht ja wie ein Affe aus. Monkey. Geowurf geht leider daneben, wenn ich fliege. Du Intelligenzbestie. Wobei. Affen sind ja schon intelligenter eigentlich. Aber nicht intelligenter als Menschen. Wobei das ja immer sehr subjektiv. Ja, jetzt gehen jetzt in den spanisch-französischen Bereich, wo es den Subjuntivo gibt. Existiert. Ja. Subjuntivo. Das Sinnvollste der Welt. El hatte den Subjuntivo. Jetzt muss ich irgendwelche fünf einfachen Formen lernen, okay. Sechs einfache Formen. Weil man muss ja auch, ja. Egal. One. Two. Three. Four. Boah, der hat ja nur viermal getroffen. Das ist ja wenig. Und nicht einmal gequittet. Ist ja schlecht. Los, fliegen! Yeah. So geht das. Wenn wir können. Flierate. Haha. Und unsere Flierate ist sehr hoch bei den wilden Pokémon. Ah. Oh, 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 oh. Dass ich mich bis jetzt noch nicht selbst anfange zu ritzen, das ist schon fast ein Wunder. Eigentlich, obwohl, ich tue mir ja im Prinzip selbst weh. Also bin ich doch so gesehen ein Emo. Das ist eine interessante These. Und wir lernen Zornklinge, weil die Attacke einfach nur so dermaßen gut ist, Zornklinge, dass wir sie einfach erlernen müssen. Jo. Da können wir zornig sein und gleichzeitig unsere Klinge sprechen lassen. Uff, ich geb's auf. Du, wie, das erklären? Du hast doch gar nicht angefangen.